Schröder bald zu den Magic? Dennis Schröder könnte bald zu den Orlando Magic wechseln. Laut NBA-Insider Mark Stein soll ein Schröder-Trade noch vor dem 6. Februar über die Bühne gehen. Sollte ein Wechsel nach Orlando realisiert werden, würde Schröder zu den deutschen Wagner-Brüdern und Tristan da Silva stoßen. Dass diese deutsche Kombination funktioniert, haben die Weltmeister von 2023 bewiesen. Neben der Franchise aus Florida sind auch noch weitere Top-Teams an Schröder interessiert, zumal er aktuell seine beste Saison spielt. Für die Nets erzielt er pro Nacht knapp 20 Punkte, legt 6 Assists auf und trifft fast 50% seiner Dreier. Wenn es nach Schröder selbst ginge, würde der deutsche Point Guard übrigens gern in New York bleiben. Das sagte er nach einem Spiel gegen die Bucks. Er sei aber auch bereit, das Team zu wechseln. OKC verlieren Holmgren. Oklahoma City muss auf seinen Superstar Chet Holmgren verzichten. Im Spiel gegen die Warriors brach sich der OKC-Center den rechten Beckenflügel. Seine Verletzung wird ihn mindestens 8 bis 10 Wochen außer Gefecht setzen, erklärte die Franchise. Nach Neuzugang Isaiah Hartenstein und Jalen Williams müssen die Thunder nun auf ihren letzten rotationsfähigen Big Man verzichten. Das war schwer mit anzusehen, sagte Shai Gilgeous-Alexander zum Blockversuch, bei dem sich Holmgren die Verletzung zuzog. Der Thunderstar war bisher ein entscheidender Faktor für den gelungenen Saisonstart von OKC. In den ersten 10 Spielen legte er 16 Punkte und knapp 9 Rebounds auf. Zudem war er mit knapp 3 Blocks pro Spiel hauptverantwortlich dafür, dass die Thunder die beste Verteidigung der Liga stellen. Bucks-Superstar mit Kopfverletzung. Die Bucks müssen auf Damian Lillard verzichten. Wegen Symptomen einer Gehirnerschütterung wurde der Point Guard ins Concussion-Protokoll aufgenommen. Damit fällt er mindestens für den Auftakt des NBA Cups gegen die Raptors aus. Die Ursache der Verletzung ist noch unklar. Lillard soll jedoch in der zweiten Halbzeit gegen die Celtics einen Schlag auf den Kopf bekommen haben. Lillard ist neben Chris Middleton der zweite der Big Three, der verletzungsbedingt ausfällt. Milwaukee steckt mit einer Bilanz von 2 Siegen und 8 Niederlagen tief in der Krise. Durch die zusätzlich immer lauter werdende Kritik von außen wiegt das Fehlen des Stars schwer. Wie die Bucks den Ausfall nun kompensieren, bleibt offen. Wembanyama mit nächstem Meilenstein. Victor Wembanyama hat erneut Geschichte geschrieben. Der Franzose ist nun der 6. Spieler, der in seinen ersten 82 Spielen 1700 Punkte, 800 Rebounds und 300 Assists verbuchen konnte. Ich wünschte, ihr könntet sehen, wie viel Arbeit er täglich leistet, sagte Superstar Chris Paul. Ihr wisst, wie talentiert er ist, aber sein Wille, besser zu werden, sein Wille an Dingen zu arbeiten. Je mehr Spiele wir spielen, desto vertrauter werden wir alle miteinander. Wembanyama ist schwer in seine zweite Saison gestartet, findet aber immer besser in sein Spiel. Gegen die Sacramento Kings konnte er mit 34 Punkten und 14 Rebounds glänzen. Zudem legte er in den letzten 5 Partien 2-mal mindestens 7 Blocks auf. Mit den San Antonio Spurs steht der 20-Jährige nach 11 Spielen bei einer Bilanz von 5 Siegen und 6 Niederlagen. Damit befinden sich die Texaner mittendrin im Kampf um das Play-in-Turnier.